Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Grandias Fan Anniversary Edition. Ganz schnell. Ja, wir sind hier im Garden of Dreams. Nachdem was im letzten Part passiert ist, suchen wir jetzt Ira, die ja irgendwie von Velma verflucht wurde und mit ihm kooperiert, irgendwie so. Und jetzt sind wir hier gegangen und suchen sie. If she's not here, then where else do we look? She is here. Just wait a little. Ja, die zaubert wieder ein bisschen. Ach du Scheiße. Come on, she's in there. Let's go, Ryodo. Ja, das sieht alles. Das ist eine vertrauensvolle Textur. Boah, Alter, schnell weg hier, bevor man davon noch Augenkrebs kriegt. Mein Controller, was will der gerade? Der will gerade nach links gehen. Ja, jetzt sind wir hier wieder beim Ziel. Jetzt könnten wir hier theoretisch. Oh, warte. Wait, bevor wir zum Bosskampf gehen. Mich interessiert was anderes. Ja, wir sind ja wieder hier. Recovern, auch wenn ich das gemacht haben sollte eigentlich. Punkte haben wir gar nicht. Nein, haben wir nicht. Potions habe ich alle gekauft. Der Bosskampf könnte ein bisschen. Na, ich weiß nicht. Nee, okay. Ich habe überlegt, guckt, ob wir jetzt da lang gehen können. Können wir aber nicht. Warte, kommt jetzt überhaupt der Bosskampf? Oder kommt jetzt das, was ich dachte? Oh, bitte lass jetzt den Bosskampf kommen. Ich habe voll Lust auf den Bosskampf. Kann auch sein, dass eine andere Welt kommt. Look, here it is. Here? What is this place? Where's Ira? This is the entrance into her soul. When did this get so metaphysical? She is caved within herself, probably hugging her knees right now. Once we enter the world within our souls, we won't be able to get out until we settle this. You ready? Let's rock, yeah. Right on, time for a little soul-searching of our own. Es geht nämlich jetzt weiter. Es gibt keinen Bosskampf, dachte ich mir. Also nicht dachte ich mir, aber habe ich mir eben irgendwie dann doch irgendwie. Ja, wir sind hier. Wolfgang, pass auf. Ja, das ist ein Gebiet, das ich nicht so mochte. Also was ich nicht so mochte, ich fand es früher halt echt schwer. Nicht, dass es was Schlimmes ist, nein, eigentlich gar nicht. Aber ja gut. Ach, wir müssen noch was machen. Hoffentlich zieht Quake genug ab. Wir müssen sofort was machen. Dann werden wir in diesem Part uns schon mal fortbewegen hier in diesem Gebiet. In der Hoffnung, möglichst weit voranzuschreiten und im nächsten Part dann schon. Es sind zwei Ebenen, so viel weiß ich noch. Mal gucken, wie weit wir vorankommen. Vielleicht schaffen wir das. Ja, haben wir. Gut. Noch einer übrig? Okay. Haben wir jetzt gewonnen. Ich dachte, wäre noch mehr übrig eben. Oh, die bringen aber schön viel Punkte. Hier ist ein guter Ort zum Leveln. Und schön immer recovern. Das ist, geht hier am Anfang noch. Später wird es in dieser Welt ein bisschen ärgerlicher und schwieriger. Silver Feather. Feder. Eine Feder, ja. Komische Geräusche. Und auch komische Gegner. Mal gucken, wie weit wir kommen. Mal gucken, je nachdem, wie weit in diesem Part kommen, werde ich mal gucken, ob ich hier leveln werde. An sich würde es ja schon Sinn machen. Fuck, den wollte ich nicht. Ich dachte, ach fuck. Es wird schon Sinn machen, hier glaube ich zu leveln. Naja, das war blöd, was ich eben getan habe. Oder es geht. Ich hoffe, ich treffe 4. Ja, 4 treffe ich. Aber nur 2 besiegt wenigstens. Und ich habe schon wieder vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Ah. Power Press kann den. Okay, hat's nicht gemacht, aber es kann halt den einen jemanden K.O. schicken. Komm, Ryodo, komm! Ja! Oh mein Gott. Kein Bock. Je weniger Spezialattacken wir abkriegen, desto besser. Komm, und jetzt einfach drauf. Ja. Easy. Okay. Schnell mal nachgucken, wie Equipment, genau, Accessory. Wir geben ihr Act. Act macht, glaube ich, am meisten Sinn. Und Chaos Act natürlich. Und Skill Equip. Sie kriegt Magic Power. Und das. Ich glaube, je nach die Anzahl der Bücher, wir haben die Anzahl der Slots haben wir auch. Kann das sein? Was zum Arsch?
Die haben sich gerade wirklich teleportiert. Wir werden hier die Gegner machen und Dan das... Oh. So, komm, mach die fertig. Ich glaube, das sind auch die letzten, die es hier erstmal gibt. Oder? Also die letzten dieser Gegnerart. Nicht die letzten Gegner. Und das soll jetzt richtig Damage drücken. Richtig Damage. Richtig geil. Ich bin gegen das Mikro gekommen. Boah, ist der ein Tag. Oh, wow, wow. Also man kann mit den Büchern schon einigen Schaden anstellen. Ey, ich dachte, das... Da habe ich die... Ah, da gibt es doch noch... Ah ja, aber ich hab's doch. Oh, es kommt langsam die Erinnerung hoch, wie es weitergeht. Oh, wow, wow. Da kommt noch was auf uns zu. Da kommt noch was auf uns zu. Und... Ja. So sind die Kämpfe richtig einfach. Easy. Und Level Up für sie? Kein Level Up für sie. Ah. Hier ist die Brücke. Wir clearen die Ebene und gehen dann zurück. Das machen wir so. Und bitte lass mich dann hier angreifen. Nein, nicht mal mit Lenya. Merrick kann gar nicht so viel machen eigentlich. Er kann einfach mal den ersten angreifen. Ja, und Ryudo hat... Oh, ist Ryudo schnell. Ihr Mana ist auch noch halb voll. Also... Das ist bis jetzt echt eine geile Kombi. This is boring. Ja, würde ich nicht mal sagen. Momentan ist es noch exciting. Momentan. Und das ist... Oh, das ist echt eine richtig geile Leveling-Methode. Ah, was laber ich mit Leveling? Ah. Und da fällt es mir wieder ein. Das geht ja hier schlecht schwer. Weil man muss ja... Es muss hier mehrere... Ich weiß nicht, ob es... Es muss mehrere Ebenen geben. Ich erinnere mich nämlich daran, gelevelt zu haben hier früher. Und es gibt bestimmt eine Methode, wie man hier leveln kann. Weil man, sobald man hier einmal rein ist, ich kann jetzt die Ebene wieder verlassen und wieder in diesen... in die Stadt gehen. Das geht ja nicht. Deswegen würde es wahrscheinlich irgendeine Leveling-Methode geben. Ja, scheiß drauf, jetzt. Lass einfach so machen. Den Schaden können wir uns erlauben. Ich finde es aber witzig, wie Merrick einfach doppelt so viel Leben hat wie Millennia. Das ist schon... krass. Müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher es gibt. Es gibt, glaube ich, insgesamt 5 bis 6. Jetzt können wir hier einmal klingeln. Und nein, 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 nein. Oh, warum habe ich darauf gedrückt? Wir werden jetzt nämlich... Nein, 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 nein. Tja. Ja. Dann lass uns einfach weitermachen. Theoretisch müssen wir jetzt nämlich zurück... Kann man das überhaupt machen? Ja, ich könnte zurückgehen. Das ist halt der Recovery Point. Und ich werde es, glaube ich, auch machen, aber erst am Ende der Ebene. Ja. Ah. Ah, hier kommen wir dann ja. Denn das ist die einfachste Taktik, um hier voranzuschreiten. Und ich will zum Boss. Ich will den Boss machen. Wenn wir wirklich sehr gut vorankommen, dann mache ich den Boss auch noch diesen Part. Also nächsten Part. Diesen Part werde ich ihn ja wahrscheinlich nicht... reichen. So schnell werde ich dann doch nicht sein. Ja, wir haben die Initiative und Vilenia greift an. Nein, Roan. Oh, Slash sollte ziemlich gut treffen. Oh, Yolo kann aber angreifen hier. So. Gute Kombi. Die beiden auch. Jetzt müssen wir Merrick noch so aufleveln, dass er halt richtig Damage drückt. Das machen wir aber wahrscheinlich erst, sobald wir das nächste oder das übernächste Buch erhalten haben. Oder wenn ich andere Möglichkeiten habe, mal gucken. Weil das Problem ist, Roan ist mir zu schwach, wenn ich ihm nicht den Stärke-Upgrade gebe, das normale. Oh ja, eigentlich ist Iris Space 2. Wir gehen einfach, oder gehen wir in Iris Space 2? Der wird bestimmt auch eine Speichermöglichkeit sein hier irgendwo. Und hier sind, ja, ich weiß, dass hier eine Speichermöglichkeit ist und hierin kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Und das fand ich damals sehr, sehr komisch. Nicht unbedingt creepy, aber komisch. Also sollten wir drei treffen und mit... Tremor sollten wir auch noch einiges machen, ja. Denn würde ich nämlich, wenn wir irgendwann genug Bücher haben und genügend Möglichkeiten, die Charaktere aufzuleveln, Roan auf Agility und Speed legen. Agility und Angriff, dass er halt schnell ist. Nein, auf Agility und Spezial. Dass er halt möglichst viele Spezialattacken macht.
weil Dragon Rise ist ja ziemlich heftig. Ja, doch, ich glaube, daran würde ich Ryo gerne liegen. Und Ryudo wird halt so eine Rounder. Wir nennen ja Lane Magie, klar. Und Merrick einfach auf HP und Angriff, einfach ein Tank. Nom, 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 nom. Er hat leider keine. Ah, das könnte Merrick. Naja, erstmal nicht. Na, greif ihn hier an. Komm. Ja, komm, 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 komm. Wie schnell Ryudo einfach ist. Wir brauchen mehr Agility. Ja, komm, Snooze, einmal damit. Obwohl, jetzt soll das eh schon gegessen sein, ne? Also drückt so viel Damage, 1000 Damage. Komm. Das ist zu krass. Wir haben jetzt auch gleich genug wieder, genug Punkte, um... Jetzt haben wir hier, glaube ich, auch wieder alles gemacht, ne? Ja. Oh! Das ist totaler Mux, daran erinnere ich mich auch noch. Es ist einfach nur nervig, man muss aufpassen ein bisschen. Nervig ist es nicht, es ist halt... Ja gut. Na gut, Spaß ist es auch nicht, ne? Komm, Snooze, lass sie ein... Bring ihn zum Schlafen. Sollt ihr 5 Sterne, eigentlich soll das alles klappen ohne Probleme. Und? Jo. Nein, nein. Eigentlich hatte ich schon fest damit gedacht. Amina. Angriff verschwendet. Und, aber sie hat noch genug. Sie hat auch noch genug für Zap. Das heißt, kann sogar gut sein, dass wir den Angriff noch ein weiteres Mal einsetzen könnten im nächsten Kampf. Ich weiß ziemlich genau, wo der Speicherpunkt ist. Denn an die Ebene kann ich mich noch relativ gut erinnern. Warum auch immer. Ich weiß echt nicht warum. Naja, egal. Da kommen wir her. Und da sind noch mehr Gegner. Den nehmen wir natürlich gerne. Und ja, wir greifen einfach weiter an. Indem wir hier ihn hier zuerst irgendwie zurückschleudern. Und Rowan kann aber mit Host Slash angreifen. Ryudo kann auch einfach so angreifen hier. Einfach verhindern, dass wir angegriffen werden. Das sollte eigentlich... Obwohl... Ja, doch. Zieht recht viel ab. Und die beiden sollten jetzt auch. Ah. Komm mal ran, wenn die angreift. Sie schießt ihn aber daneben. Auch nein. Jetzt ist sie vergiftet. Jetzt haben wir den Zustand auch mal. Das meine ich, kann nämlich von den Gegnern auftreten. Tja. So, Level 29. Wir leveln hier schlecht stark. Wir setzen mein Item ein. Cures Poison. Das wollte ich aber gar nicht machen. Equip und zwar Flare Dress. Gives Sleep Resistance. Okay, heil jetzt Hunters Boots. Ja, das ist eigentlich nur alles, was ich machen wollte. Kiste. Edition Cloth, Marriage Earring, Bonds of Trust. Gucken wir die Items. Bonds of Trust. Was sind die Bonds of Trust? Flying. Halt, okay. Bonds of Trust, da haben wir schon. Nein, 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 nein. Equip Flares, Illusion Closed, Ups Evasion by 5 und Level 2 Fire Resistance. Ja, packen wir das hier rein. Ja, okay, den Rest können wir auch erstmal stecken lassen. Da sind es schon wieder. Und da sind noch mehr. Mal gucken, wer jetzt als erstes angreift. Merrick. Ja, lass einfach drauf gehen. Einfach draufballern. Und darauf hoffen, dass das genug Damage macht. Ach, was ist darauf hoffen, dass es genug Damage macht? Darauf, was alles trifft. Also den rechts außen jetzt eigentlich auch treffen können. Vom Ding her. Ja, gerade rechtzeitig gecountert. Aber jetzt wird es ihn treffen. Ja, schade. Ah, zum Glück nicht vergiftet. Zum Glück nicht vergiftet. So, wir spielen die Folge hier noch weiter bis zum nächsten Speicherpunkt. Und dann werden wir mal gucken, wie viel Speicher meine Festplatte noch hält. Und je nachdem, wenn ich den nächsten Part auch noch aufnehme. Eigentlich habe ich nur Lust, den Boss zu machen, weil der Boss... Ich habe Lust auf den Bosskampf. Nicht genug. Ah, gut. Angriff, würde ich sagen. Kann sein, dass ihr Mana jetzt eng wird. Zack, Counter und... Nö. Machen wir so. Da steht ziemlich in der Mitte und Rowan könnte jetzt den ganzen außen rechts angreifen. Oder Merrick. Ja, easy. Und?
Oh, Alter, Alter, Alter. Ist das geil. Ist das geil alles. Der nächste Kampf hier. Die sollten kein Problem sein. Oh, Slash können wir mal machen. Rowan ist ja auch nicht langsam. Also trifft das ziemlich. Oh. Ja, easy. Der ist der allererste. Ne, wir canceln den hier. Judo greift den hier an und Millennia auch nochmal den hier. Na. Wow. Attack plus 2. Ja, das können wir, das habe ich auch gelevelt, das werde ich bei Riolo. Jetzt werden wir vielleicht auch im Bosskampf gebrauchen können. Vielleicht. Kann, ja, doch, doch, doch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das im Bosskampf einsetzen können. Nein, Rowan greift den an und Ryudo greift den hier an. Obwohl Rowan hat, macht ja viel Damage eigentlich. Na gut. Fast 3000 Punkte wieder, Alter. Haben wir das hier am Anfang dieser Folge ausgegeben? Oder am Ende der letzten? Das haben wir doch gerade erst alles ausgegeben. Ja, einfach reinballern. Einfach reinballern. Und darauf hoffen, dass. Ja. Ah, nochmal Burn Flame, warum nicht? Why not? Boah, ne. Ah. Fuck. Was? Das ist überraschend. Das kam jetzt überraschend. Da sind noch drei, ich sehe immer nur zu. Ah. Vegaran Ryudo kann den angreifen. Ist eigentlich ziemlich egal. Da komm und zack. Ja, ist eh egal jetzt. Wenn beide das einsetzen, dann ist ja. Ist ja Latte. Hauptsache, er macht den. Na. Oh, Burn Flame. Kennst du das? Hoffentlich nicht. Es kommt dann fürs Erste, aber. Und Ryudo killt den Steel, den Kill noch. Killt den Steel, ja. Level 29 für Millennia, ja. Hier ist auch der Speicherpunkt irgendwo, das weiß ich noch. Deswegen werden wir jetzt einfach mal. Genau, fuck. Er hat gehofft, mich vorbei stehlen zu können, damit wir den Kampf nicht machen. Oh, Millennia ist schon ganz rot da oben. Probieren wir das Ganze mal mit Home Slash und zwar in die Richtung. Ryudo wird ihn da canceln. Das hat sich jetzt eh erledigt. Und sie hat nicht mehr genug Magie für irgendwas. Deswegen wird sie einfach standardmäßig angreifen. Oh, die stehen gut in der Reihe. Den Reden links trifft es auch noch. Perfekt. Den einen hat sie mich jetzt erledigt. Und sie greift natürlich genau den an, der. Merrick wird ihn hier angreifen. Wie machen wir das hier? Ryudo wird den erledigen können und. Ne, den da. Und den wird dann da hinten auch noch kriegen, ne? Ja. Easy. Und Merrick dreht wieder eine am Rad. Gut, gut. 3200 Punkte, Alter. Oh, wie groß da. Hier hoch können wir und da die Leiter. Oh, da, nein, nein, nein. Wir nehmen das Gold natürlich mit. Und dann sollte da. Ich bin mir ziemlich sicher. Wenn jetzt kein Speicherpunkt kommt, ja, dann müsste ich wirklich den ganzen Weg zurücklatschen. Den ganzen Weg. Den ganzen. Und jetzt müssen wir warten, bis alle oben sind. Boah, das, ja, das ist ein bisschen was, was nervt an diesem Spiel. Aber dann, ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein Speicherpunkt kommt. Komm, 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 komm. Lass einfach gehen. Boah, Amina. Ich hätte gehofft, ich kriege jetzt einen Speicherpunkt. Lassen. Wir haben. Ach, komm hier. Lass reinballern. Ehrlich, einfach. Ich glaube, den hier vorne haben wir noch nicht, ne? Ist eh egal. Ja, ich lehne mich dann mal zurück. Das hat sich jetzt ja eh erledigt. Ich verabschiede mich schon mal und sage, danke, dass ihr zugesehen habt. Im nächsten Part widmen wir uns dem Boss. Ich mache offscreen noch den anderen Gegner fertig. Und dann, ja. Werde ich mal gucken, ob ich jetzt noch den anderen Part aufnehme.
für den Boss. Denn es ist jetzt 16.17 Uhr. Ja, komm. Ich muss nämlich eigentlich für die Schule lernen. Ist nur Religion. Also eigentlich ganz easy. Easy ist das. Ja, was heißt, ich muss lernen? Ich sollte. Ich will rechtzeitig anfangen. Das ist nämlich was, was ich in der Schule... Was ich in der Schule früher nicht getan habe. Gut, kann man auch so sagen. Was ich mir angewöhnen wollte, nämlich ein bisschen früher zu lernen. Vielleicht muss ich nicht immer am Ende so viel lernen, aber lasst uns nicht von Schule reden, sondern darüber, dass der Part vorbei ist. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.